Leute, verwendet bitte keine Oh Gott, jetzt habe ich meine Linse eingecremt. Verwendet bitte keine Zahnpasta mit Fluorid drin. Ich bin dagegen. Ja, ich bin dagegen. Ja, ich glaube nicht, also Fluorid macht ja angeblich die Zähne stark gegen Karies und bla bla bla. Ich glaube daran, dass wir das eigentlich nicht brauchen. Wir nehmen das über unsere Schleimhäute auf. Ich verwende manchmal einfach das, was ich finde. Und die Zahnpasta, die ich gerade verwendet habe, hatte auch Fluorid. Also vergesst wenigstens nicht, euren Mund ordentlich auszuspülen danach. Also zu Hause habe ich Zahnpasta ohne Fluorid. Eigentlich kann man Zahnpasta auch selber machen. Man nimmt einfach ein bisschen Kokosöl und ein bisschen Birkenzucker und mixt das und fertig. Damit kannst du ja eigentlich auch die Zähne putzen. So. Ja, ich habe halt zu Hause so eine Zahnpasta ohne Fluorid. Von irgendeiner Naturkosmetikmarke. Also aber nichts Teures auf jeden Fall. Und auf jeden Fall glaube ich daran, dass Fluorid die Zirbeldrüse verstopft. Ja, was heißt verstopft? Aber es ist einfach, es ist angeblich nicht gut für die Zirbeldrüse. Das ist das Zentrum in unserem Brain, was für die Verbindung mit unserer Intuition verantwortlich ist. Und ja, das ist nicht gut dafür. Und sie wollen, dass wir alle schlafen. Aber ich will, dass ihr erwacht. Also kein Fluorid, Leute. Ach, by the way, in Amerika ist Fluorid auch im Trinkwasser enthalten. Amerika hat Trump gewählt. Zufall. Oder vielleicht schlafen auch alle. Wer weiß. I think I'm ready to rausgehen. Da hat gerade jemand geklingelt. Da ist aber niemand. Für irgendwelche Klingelstreich-Scherzkekse. Ich höre übrigens gerade einen Podcast mit Marilena Behrens, heißt die, glaube ich. Da ist Gold drin, heißt der Podcast. Also das ist ein Interview mit ihr. Und sie beschäftigt sich ganz viel mit der Frage, warum? Was ist mein Warum? Und hat, glaube ich, auch so Angebote rund um dieses Thema. Ach, da bin ich wieder. Es war so schön, draußen zu sein. Oh, ich fühle mich richtig gut. Ich könnte weinen vor Freude. Das ist diese Stille vom Dorf. Meine neue Leidenschaft, ey. Ja, ich war einkaufen. Ich habe gerade... Ach so, ich habe eben noch ein Foto geschossen draußen im Garten. Meine Mama hat irgendwie neue Untermieter, also neue Mieter unten in der Wohnung. So meine ich das. Und die sind da, glaube ich, gerade und machen da irgendwas. Ich habe es nicht ganz gerafft. Wir haben nämlich, glaube ich, gerade gesehen, wie ich ein Meditationsfoto im Garten gemacht habe. First impressions are important. Also sie denken jetzt wahrscheinlich schon, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Aber egal! Ey, meine Mama ist so eine krasse Inspirationspersönlichkeit irgendwie für mich, weil, ja, ist, klar, es gibt auch vieles, was ich nicht so sehe wie sie und kritisiere so, aber sie hat einfach so einen starken Charakter und ich frage mich, wie sie es halt einfach geschafft hat, nachdem die anderen Mieter raus sind, so schnell wieder neue Mieter zu finden hier im Dorf, weil das ist echt nicht einfach. Wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann macht sie das einfach. Und das ist so, ich habe das Gefühl, sie hat einfach so einen starken Charakter, sie brennt da einfach überall durch. Also, ja, Mama, du bist mein großes Vorbild. Ich wünschte, ich wäre ein wenig mehr wie du. Manchmal. Aber so wie ich ist auch schön. Ich höre mir gerade, also ich schaue nicht, ich höre eigentlich nur so eine Doku an. Sie heißt Tibet, Tor zum Himmel. Das höre ich, während ich nebenher so ein bisschen aufräume und staubsauge. Wer mich kennt, weiß, dass ich es schaffe, in 2 Sekunden das ganze Haus auf den Kopf zu stellen. Und dann... Irgendwann denke ich mir so, ja, vielleicht sollte ich das mal wieder aufräumen.
es ist schon 18 Uhr. Oh, ich fand das voll langweilig, die Doku. Ich habe auch irgendwann abgeschaltet und gar nicht mehr zugehört. Ich habe auch mega wenig irgendwie behalten. So die Hälfte habe ich noch hingehört. Ein paar Sachen, die ich heute Morgen gelesen habe, habe ich auch so rausgehört noch. Aber irgendwann habe ich komplett abgeschaltet und einfach gar nicht mehr zugehört. Ey, bald fängt meine türkische Serie an. Und ich glaube, danach beende ich, also dann beende ich auch diesen Vlog hier. Und ja, sonst wird das Ganze, glaube ich, wieder ganz lang. Ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich so krass viel für Hausarbeit geschafft habe, aber ich muss erstmal mich so ein bisschen in das Thema reindenken, sonst wird das nichts. Ich mache mir jetzt einen Porridge, damit ich diesen Apfel esse, weil ich mag Äpfel nur in warmem Porridge. Ich bin voll die Prinzessin. Was soll das? Immer ist irgendwas so extra. Okay. Habt ihr auch jeden Scheiß von Tupperware? Wir auf jeden Fall. So. Alles ist von Tupperware. Puh, ich muss das mal klar gucken, glaube ich. Weil ich gerade so meditiert habe. Jetzt habe ich irgendwie keine Worte. Ich weiß nicht, ob Leute da draußen von euch meditieren und das kennen, aber das ist aber eigentlich voll schön, wenn man in die Stille geht und danach hat man irgendwie keine Worte mehr. Obwohl ich hatte wieder viel so Monkey Mind, aber trotzdem hat mich das jetzt so voll runtergefahren. Oh Gott. Und müde gemacht. Schöne. Stefan Hine hat jetzt eine neue Facebook-Gruppe. Ich war so glücklich. Damals, als diese Gruppe neu war auf Facebook, Deine Schöpfung, das war so geil, weil er halt auch immer in den Kommentaren geantwortet hat. Und die Gruppe war ja kostenfrei und das war halt wie so ein, ja, das war eigentlich so ein kostenloses Coaching, was man da auf Facebook bekommen hat. Auch noch von meinem absoluten Lieblingscoach, ja? Füllau. Das war so krass. Aber da hat man sich halt, also die Gruppe hat irgendwann so Überhand genommen. Da wurde dann alles Mögliche gemacht. Da haben sich Untergruppen gebildet, Leute, die sich regelmäßig treffen und so weiter und so fort. Also einerseits war es total schön, aber irgendwann fing es dann an, voll unübersichtlich zu werden. Und zu den ganzen Posts, kamen dann auch voll viele Antworten. Also eigentlich haben sich alle so untereinander unterstützt, gegenseitig gecoacht, kann man eigentlich sagen. Aber das hat so Überhand genommen. Es war so, ich peile bei Facebook ja sowieso nicht, ich stecke eh nicht durch bei den Gruppen. Ich finde das alles so unübersichtlich und ich bin da immer so reinüberflutet irgendwie. Ich check da nichts mehr so richtig. Na egal, auf jeden Fall war das dann halt so. Und jetzt gibt es aber eine neue Gruppe. Und die hat einfach mal die Regel, dass niemand seinen Senf hinzugeben darf. Und ja, dass man das von den anderen Geschriebene gerne mitlesen darf. Aber dass es eigentlich nur darum geht, dass Stefan auf die Postings Antworten gibt. Und das ist einfach so befreiend. Erstmal fühle ich mich nicht die ganze Zeit schuldig. Weil ich habe mich immer schuldig gefühlt, wenn ich das in Anspruch genommen habe, aber dann bei den anderen nie geholfen habe, weil ich bin da eh immer nicht mehr durchgestiegen. Und ich dachte mir so, ja, da ist ja jetzt alles gesagt, da muss ich nicht auch noch meinen Senf hinzugeben. Und das war immer so, weiß ich nicht. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war, finde ich, einfach nur noch anstrengend, die Gruppe. Ich habe da nicht mehr so viel reingeschaut und ja, und jetzt ist es halt so, zu Haferflocken möchte ich noch sagen, die enthalten von Natur aus richtig wenig Gluten. Also ihr müsst euch eigentlich nicht die glutenfreie Variante holen, glaube ich. Bei Haferflocken ist das nicht so schlimm, außer ihr seid glutenintolerant, dann würde ich das vielleicht vorsichtshalber schon machen. Ich werde jetzt hier auch kein Halbwissen verbreiten, aber ich glaube, Haferflocken haben von Natur aus nicht so viel Gluten und deswegen ist das nicht so schlimm mit dem Gluten.
Ja, auf jeden Fall die neue Gruppe mit Stefanie. Ich habe mich so gefreut. Und es ist halt so, wenn man den Mitgliederbereich gekauft hat, wo man all seine Kongressvideos schauen konnte, dann ist es quasi kostenfrei. Und ansonsten ist die empfohlene monatliche Spende 15 Euro. Wo ich mir so denke, wow. Also, das ist trotzdem geschenkt, ne? Das ist trotzdem geschenkt, weil der Typ ist einfach nur krass. Und er wirft einen einfach so krass auf sich selbst zurück. Und er sagt einfach nur die Wahrheit. Das habe ich von Anfang an gesagt. Das war das, als ich das erste Mal ein Interview mit ihm gesehen habe. Ich habe mir diese ganzen Sachen von den anderen angeguckt, dachte mir immer so, ja, schön. Aber dann, als ich das erste Mal ein APC-Interview mit Stefan Hine gesehen habe, das hat mich so geflasht, ne? Ich dachte mir so, wow, jemand traut sich. Jemand traut sich wirklich, die Wahrheit zu sagen. Für mich ist das einfach die Wahrheit, was er sagt. Ich denke nämlich genauso. Und ich habe immer gedacht, dass das, was ich denke, falsch ist. Bis ich das von Stefan gehört habe und mich so sau bestätigt gefühlt habe, weil ich mir dachte, Alter, danke. Er sagt ja zum Beispiel auch, dass man nichts von außen braucht, dass man kein Coaching braucht, dass man eigentlich nichts braucht. Okay. Meine Mama hasst Porridge. Sie sagt, i, was ist das? Sie sagt immer, i, was ist das, wenn ich das mache? Porridge ist ja jetzt auch der moderne Name davon, ne? Ey, sieht auch einfach nur hässlich aus. Ich glaube, deswegen mag sie es auch nicht. Weil ich das immer so unschön auch noch anrichte. Bei mir sieht alles aus wie Matschepampe. Schaut mal. Also schön, schön ist was anderes. Ja, hier mein fertiger Porridge sieht aus wie. Das ist ja auch eigentlich Haferschleim. Haferbrei. Haferschleim. Ganz sexy Name. Okay, es reicht jetzt. Ich gehe jetzt meine Serie schauen. Ah, jene Bülle. I'm freaking out. Genau. Eileen. Ich hasse sie. Oh, Fabri Bey, den hasse ich noch mehr. Diese Serie war eigentlich eine Sommerserie. Manchmal dauern die nur 3 Monate, weil wenn die nicht so gute Einschaltquoten haben, dann werden die wieder abgesetzt. Und das ist eine romantische Komödie. Wie alles, was ich gucke. Nein, nicht alles. 50%. Die restlichen 50% sind Teenie-Filme. Ich höre da mal auf. Tschaußen!